Was mich schon immer an meinem Dacia gestört hat, ist, dass es in seiner Konzeption nicht vorgesehen war, die Scheibenwischer mit dem Bedienteil nur einmal wischen zu lassen. Das ist nötig, wenn man beispielsweise in Nieselregen gerät oder wenn, wie hier, ein überholendes Fahrzeug direkt vor einem einschert und die Scheibe zusprayt. Hierfür muss man die Scheibenwischer an- und dann direkt danach wieder ausstellen. Das wurde mir im Laufe der Zeit zu dumm, also habe ich mir was einfallen lassen. Zunächst müssen wir einmal die Lenksäulenverkleidung demontieren, um an die Scheibenwischerbedienung ranzukommen. Genau da habe ich Platz gefunden, wo ich mein Vorhaben verwirklichen konnte. Zunächst einmal habe ich diese kleine Trägerplatte für den Mikroschalter mit Rolle konstruiert, geschnitten, gebogen, gefeilt und gebohrt. Damit man eine ungefähre Ahnung bekommt, wie diese vor dem Ausschneiden und Biegen aussieht, hier einmal eine technische Zeichnung der Abwicklung mit den wichtigsten Maßen. Die Lochabstände ergeben sich, wie man hier sehen kann, einerseits aus dem Maß der Lochung des zu verbauenden Mikroschalters, andererseits aus den Originalverschraubungen und den dazugehörigen Gewindelöchern direkt neben dem Scheibenwischer-Schalthebel, die ich für meine Zwecke nutzte. Zur Veranschaulichung und zum Nachbau hier noch ein paar vergrößerte Detailaufnahmen. Genau hier befestigte ich die Trägerplatte. Die Originalschrauben musste ich allerdings gegen zwei, um etwa einen halben Zentimeter längere 3 mm Kreuzschlitzschrauben austauschen. Die zwei Fächerscheiben sorgen dafür, dass sie sich beispielsweise durch die Vibration des Motors nicht lösen können. Hier nochmals die Verschraubungen der Trägerplatte in einer übersichtlicheren Einstellung. Die genaue Platzierung des Schalters sollte man bestimmen, wenn man die Trägerplatte zu diesem Zweck provisorisch montiert hat. So geht man sicher, dass der Scheibenwischer-Bedienhebel den Mikroschalter auch korrekt schaltet. Dann können die beiden 3 mm großen Löcher gebohrt werden und der Schalter final montiert werden. Nach gründlicher Überlegung war mein Ziel, die vorhandene Stromversorgung der Wasserpumpe von der Scheibenwaschanlage auszunutzen und abzugreifen. Diese 12 Volt werden vom Schalter geschaltet und an die Elektronik weitergeleitet, die dafür verantwortlich ist, den Scheibenwischer immer in seine Ausgangsposition zurückzuführen. So, ich hatte mein Ziel nun erreicht und darüber hinaus wird zusätzlich die Scheibenwaschanlage aktiviert. Was will man mehr? Ich bedanke mich und freue mich fürs Zuschauen und wünsche viel Spaß beim Nachbauen.